Du schaust dieses Video wahrscheinlich an, weil du eine Preiserhöhung bekommen hast bei deinem Stromanbieter und jetzt überlegst, lohnt es sich noch in ein Balkonkraftwerk zu investieren? Genau dieselbe Frage stelle ich mir. Letztes Jahr konnte ich mir noch keins holen, da wäre es aber richtig günstig gewesen aus heutiger Perspektive, weil da gab es die kleinen Anlagen, so mit 300, 350 Watt, für um die 500 Euro. Die großen Anlagen waren irgendwie bei 800, 850 Euro zu bekommen, also die Anlagen mit 700 Watt und 600 Watt Ausgangsleistung, also das, was du als größtes Balkonkraftwerk irgendwie ohne Steuer, Kladderadatsch und ohne kompliziert dir holen kannst. Die Frage ist, lohnt sich das bei aktuellen Preisen noch? Weil wenn ich jetzt gerade ins Internet gehe und recherchiere, auf der einen Seite sind die ganzen Shops leer. Da, wo es günstige Preise gibt, da gibt es keine Ware verfügbar. Das ist auch die sind auf Monate ausverkauft. Wer weiß, ob die überhaupt noch das zu dem Preis anbieten, weil da kann man sich nur vormerken lassen. Wahrscheinlich werden sie die Preise erhöhen, wenn sie wieder was verfügbar haben. Und da, wo man wirklich was bekommt, da sind die Preise dann doch schon deutlich nach oben gezogen. Also ich habe jetzt den Fokus auf eine kleine Anlage gemacht, weil ich auch einen ziemlich niedrigen Verbrauch habe. Also die 350er Anlage ist meine Zielanlage und da habe ich so Preise gefunden. Also ja, wenn man einen guten Preis kriegt, dann ist man so bei 600 Euro, dann braucht man dazu noch eine Halterung, ist man bei 700 Euro, die Spedition will auch bezahlt werden. Also grob 800 Euro, wenn man jetzt eine Anlage bestellt. Das ist ein krasser Aufschlag von 500 auf 800 Euro, das sind mehr als 50% Preisaufschlag. Also da hat sich ordentlich was getan und die Frage, die man sich jetzt stellt, ist, lohnt sich das noch? Mein erster Schritt hat mich zu dem Rechner von der HTW geführt und dort habe ich erstmal meine ganzen Daten eingetippt. Also ich habe hier einen relativ geringen Stromverbrauch. Die Anlage ist, ich werde sie in 90 Grad anbringen. Vielleicht mache ich das noch mit einem Winkel, aber das werde ich dann rausfinden, wenn ich da vor Ort bin. Ausrichtung ist Südost. Im Moment habe ich einen Preis von 35 Cent. Ich gehe von einer Preissteigerung aus folgendem Grund. Die Preise sind immer gestiegen. Also wenn man sich die Vergangenheit anguckt, hier, ich habe mal bei der Entega habe ich einen Überblick gefunden. Da sind die Preise, haben die sich von 2020, das war noch unter 15 Cent, bis jetzt bin ich ja hier, 22 auf 35 Cent mehr als verdoppelt. Was hier unten steht, diese 6% ist Quatsch. Ich habe es nochmal nachgerechnet, weil die haben einfach geguckt, um wie viel Prozent ist gestiegen und durch die Jahre geteilt. Wir müssen ja aber auch von einem Zinseszinseffekt ausgehen. Also ich habe das mal runtergerechnet. Am Ende sind es 4% Steigerung, die da drin stecken. Ist spannend, weil dieser Rechner hier geht ja nur bis, hier, ich kann so oft drücken, wie ich will, ich gehe nur bis 3%. Mit Batterie möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Ich habe auch gar nicht recherchiert, was es kostet. Und hier unten habe ich die Daten schon mal eingetippt. Und laut deren Berechnung, und da sind zwei für mich entscheidende Faktoren, wo ich nochmal nachgehen muss. Also das eine ist, ich würde eher von 4% Preissteigerung ausgehen, deshalb ist dieser Rechner nicht ideal für mich. Und der zweite Punkt ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich diesen hohen Nutzungsgrad habe. Weil ich habe meine Grundverbraucher mal zusammengezählt, mein Grundbedarf, Grundverbrauch, auf jeden Fall das, was einfach dauerhaft an Strom verbraucht wird. Das habe ich mal wirklich ausgerechnet. Und ein bisschen beobachtet, dazu mache ich aber noch ein anderes Video, aber ich komme wahrscheinlich nicht auf 70% Nutzungsgrad. Da muss ich vielleicht noch mein Verhalten ändern und dann werde ich später mal testen, wie viel da wirklich passiert ist, bevor ich mir dann vielleicht sogar noch die größere Anlage hole. So oder so, dass ich hier nach 13 Jahren das Ganze refinanziert habe, das Ergebnis ist für mich, was heißt nicht ausreichend. 13 Jahre ist schon cool, aber ich weiß nicht, ob das auch für mich hinhaut. Deshalb habe ich mir hier meine eigene Numbers-Kalkulation gebaut. Mir ist eben erst aufgefallen, dass dieser Wert von 6%, den habe ich erst abgeschrieben, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass er keinen Sinn macht. Ich starte mal hier mit der Kalkulation. Auch hier sehe ich, im 13. Jahr komme ich, wenn ich die Kalkulation nachvollziehe, mit dem Eigenverbrauch von 150 Kilowattstunden und dann halt hier, Moment, ich habe ja hier, müsste bei 3% schon bei 13 Jahren rauskommen. Das interessiert mich das mal. Okay, ändert sich nur ganz leicht im Betrag, aber hier im 13. Jahr bin ich dann im Plus, also hat sich nicht geändert. Ich tippe hier trotzdem die 4% rein, weil ich davon ausgehe, dass wir die alten Preissteigerungen weiter durchhalten. So, hier sehen wir, wie sich die Strompreise entwickeln. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, ist voll schockierend. Also aus meiner Perspektive, bevor ich in Rente gehe, ist der Strompreis bei über 1 Euro pro Kilowattstunde, wenn wir die aktuelle Steigerung weiter mitmachen. Hier ungefähr wird die Anlage in der Theorie einen Geist aufgeben. Und das Tolle ist, dann habe ich sogar schon die neue Anlage quasi bezahlt, weil das Tolle an Solaranlagen ist, oder was heißt das Tolle? In der Geschichte, in der Vergangenheit sind die Preise für Solaranlagen nicht weiter gestiegen, sondern die sind eigentlich Jahr für Jahr gefallen, wir hatten nur in den letzten beiden Jahren eine Ausnahme.
Also wenn diese ganzen Annahmen stimmen, dann kann ich mir sogar, wenn nach 20 Jahren die Anlage kaputt ist oder wenn nach 15 Jahren der Wechselrichter kaputt ist, kann ich das aus dem Ertrag der Anlage refinanzieren. Also erstmal auf den ersten Blick macht es noch Sinn, das zu machen. Jetzt, ich traue mich gar nicht, die Werte einzutippen. Ich meine, die Anlagen gab es für 500 Euro. Wie hätte das denn ausgesehen, hätte ich jetzt schon vor einem Jahr gehandelt? Dann hätte ich schon nach 8 Jahren das Ding abbezahlt. Und ja, ich hätte, wie heißt das, Ende der Lebenszeit, hätte ich hier ja, mehr als das Doppelte an Gewinn gemacht. Also ich hätte meinen Einsatz verdoppelt. Ich schaue mir nochmal ein paar andere Variablen an. Genau, wenn du diese Excel haben willst, kann ich dir gerne online stellen. Wenn du das in den Kommentaren schreibst, mache ich mir die Mühe. Wenn es keiner in den Kommentaren schreibt, dann spare ich mir die Mühe. Aber wenn es kommentiert wurde, dann findet es in den Kommentaren und findest du auch unter dem Video. So, jetzt gehe ich aber mal wieder in die realistischen Annahmen. Was ja auch spannend ist, wenn ich mir die Bauteile einzeln kaufe. Also ich kaufe mir so ein Modul und kaufe mir die einzelnen Trägerteile. Ich kaufe mir den eigenen Wechselrichter, ich kaufe mir das Kabel selber. Dann kriege ich es immer noch für 500 Euro. Also es lohnt sich, zumindest aus der Perspektive. Jetzt ist die spannende Frage, wie viel Eigenverbrauch habe ich denn? Oder mache ich jetzt nur den Stromanbieter reich? Also ich habe mal bei mir geguckt, wenn ich alle Geräte, die permanent laufen, also komme ich bei 70 Kilowattstunden raus, dann sehe ich, okay, also die gute Nachricht ist, selbst wenn ich hier bei der Hälfte des Eigenbedarfs ausgehe und ich habe die Anlage mir selber zusammengestellt, dann wird sich das auf jeden Fall noch innerhalb der Lebenszeit der Anlage lohnen. Hier an der Stelle hätte ich 200 Euro investieren müssen und hier an der Stelle ist erstmal in der Theorie die Anlage kaputt, wobei dann brauche ich nur ein neues Modul, also ja, ist sozusagen grenzwertig als Investment Case, wenn ich jetzt hier nur von diesem geringen Eigenverbrauch ausgehe. Das heißt, bei diesem Eigenverbrauch gehe ich aber jetzt davon aus, dass wirklich nur die ganzen Router, die ganzen anderen Geräte, die permanent laufen, dazu beitragen. Wenn ich jetzt dafür, weiß ich nicht, meine Gewohnheiten umstelle, also immer dann wasche, also nicht zu viel wasche, sondern die Waschmaschine läuft, wenn die Sonne scheint, der Geschirrspüler läuft, wenn die Sonne scheint, also man macht Maßnahmen. Ich gewöhne mir vielleicht an, mein MacBook und mein Handy tagsüber zu laden, also kleine, wie heißt das, am Ende sind das zwar alles nur Kleinigkeiten, aber es summiert sich, sodass ich den Eigenbedarf, den Eigenverbrauch hochkriege. Ich gucke mal erstmal noch, was passieren würde, wenn ich wirklich mit dem niedrigen Eigenverbrauch bleibe und jetzt für 800 Euro eine Anlage kaufe, dann wäre ich nämlich hier, dann würde sich die Anlage nicht lohnen. Also wenn ich meinen niedrigen Eigenverbrauch habe und ich die Anlage zu 800 Euro kaufe, haut es nicht hin. Wenn jetzt der Strom auch noch vom Preis her gleich bleibt, wird es wahrscheinlich die Vollkatastrophe. Ich gehe mal davon aus, nur ein hypothetisches Szenario, der Strom wird nicht noch teurer. Also er bleibt bei 35 Cent, dann wird sich das Ding niemals rentieren. Also das ist wirklich wichtig, dass man den Eigenverbrauch im Blick hat. Und ich werde niemals auf einen Eigenverbrauch von 200 oder mehr kommen. Also das heißt, eine große Anlage wird für mich nie Sinn machen. Also zumindest nicht bei den aktuellen Preisen. Dafür müssten die Preise noch deutlich runterkommen. So, weiter mal gespielt. Also ich gehe jetzt mal wieder von den 500 Euro aus. Ich gehe davon aus, dass die Preise steigen. Also klar, kann sein, dass wir uns irren, dass wir jetzt irgendwie eine neue Art der Stromerzeugung herausfinden, dass wir so viel Solar haben, dass wir ein Überangebot haben an Strom. Dass wir Strom jetzt unendlich speichern können, das sind ja auch Maßnahmen, die alle zutreffen können. Also auch ein Grund, warum ich eigentlich das lieber schneller abbezahlt hätte als langsamer. Jetzt ist die Frage, welchen Eigenverbrauch brauche ich denn, damit es so richtig Spaß macht? Weil eigentlich will ich ja, dass es mal mindestens nach 10 Jahren refinanziert ist. So. Und was muss ich für 10 Jahre, muss ich einen Eigenverbrauch hochkriegen durch halt solche Optimierungsmaßnahmen? 110 reicht auch noch nicht, 100, oder doch, ab 110. Also ab 110 habe ich das innerhalb von 10 Jahren, wenn ich die günstige Anlage kaufe. Was für, wenn ich die teure Anlage kaufe, gucken wir uns das nochmal an, dann muss ich meinen Eigenverbrauch wirklich hochkriegen auf 150, das geht gar nicht. Also mit einer, egal wie ich es anstelle, 180 kriege ich niemals aus einer 350 Watt Anlage, weil durch den Winkel werde ich ungefähr 220 maximal ernten können. Also auf 180, da müsste ich extrem optimieren. Ist wahrscheinlich unrealistisch. Also die 800 Euro für die Anlage ist im Moment eigentlich zu teuer. Ich gehe jetzt mal von realistischen, also nicht, ich gehe von 100 Kilowattstunden aus. Und jetzt ist die Frage, bei welchem Preis macht es denn noch für mich Sinn? Was sollte mein Zielpreis sein? Und dann muss ich gucken, wenn die Preise auf diesen Preis fallen oder ich mir das selber zusammenstellen kann, das erfordert natürlich Wissen, jo, dann
Bis ist echt schon cringe. Also selbst da bei 500, also mein Eigenverbrauch ist zu gering, ich muss da wirklich was machen. Ich schaue mir in meinem nächsten Video mal meinen Eigenverbrauch an und finde raus, ob sich das für mich lohnen kann. Also du merkst, diese beiden Faktoren, einmal die Anschaffungskosten und der Eigenverbrauch, sind extrem wichtig, um rauszufinden, ob sich das lohnt. Und ich glaube, die Antwort kann man nicht so pauschal geben. Und was den Eigenverbrauch angeht, vertraut da nicht auf diese Werte, die auf den Homepages stehen. Wenn ich da auf die Seiten gehe, steht da teilweise 95% Eigenverbrauch. Da vielleicht schon mal ein Teaser für das nächste Video. Wenn ihr eine Waschmaschine laufen lasst, die verbraucht zwar vielleicht in 3 Stunden 1 Kilowatt, aber der Punkt ist doch, ich habe das mal jetzt auch mir genauer angeschaut, die verbraucht für eine sehr kurze Zeit sehr, sehr viel Strom, weil sie das Wasser heiß macht, und dann verbraucht sie sehr wenig Strom und dann verbraucht sie am Ende nochmal wieder viel Strom, wenn dann das Schleudern und so weiter angeht. Selbe mit dem Geschirrspüler. Braucht am Anfang viel Strom, am Ende viel Strom zum Trocknen. Dazwischen hat er eine lange Phase, wo er einfach nur fup, 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 fup macht, wo er fast keinen Strom braucht. Und daraus ergeben sich Probleme. Weil ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ja, ich produziere in den 3 Stunden 1 Kilowatt und der verbraucht 1 Kilowatt. Super, alles kann ich alles nutzen. Ist nicht so, weil der verbraucht vielleicht für eine kurze Phase mehr als 1 Kilowatt, dann habt ihr aber nur eine Produktionsleistung von 300 Watt, dann verbraucht er lange unter 300 Watt und dann verbraucht er wieder 1 Kilowatt. Das ist halt die Herausforderung, mit der wir uns mit dem Eigenverbrauch beschäftigen müssen. Wenn du sehen willst, wie man den Eigenverbrauch wirklich berechnet, wie ich meinen Eigenverbrauch einschätze und ob ich mir am Ende ein Balkonkraftwerk kaufe oder auch noch abwarte, dann abonniere jetzt den Kanal und dann würde mich interessieren, hast du dir schon ein Balkonkraftwerk gekauft? Überlegst du noch? Überlegst du abzuwarten, bis die Preise fallen? Was sind da deine Gedankengänge? Und wie näherst du dich deinem Eigenverbrauch oder deiner eigenen Kalkulation an? Hau das in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.